Herzlich willkommen zur Einführung in die christliche Ikonographie. Mein Name ist Ute Vestegen und ich bin Professorin für christliche Archäologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In der heutigen Sitzung wird es um die Quellen der christlichen Ikonographie gehen. Also um die wichtigsten schriftlichen Grundlagen. Und das sind natürlich die biblischen Bücher. Sie sehen hier vor sich die Bibelübersetzung von Martin Luther, gedruckt von Hans Luft, 1534 in Wittenberg. Beginnen wir mit den wichtigsten Begriffen. Die Bezeichnung Bibel leitet sich von der phönizischen Hafenstadt Byblos ab, die für ihren Vertrieb von Papyrusrollen und Schreibmaterial berühmt war. Das altgriechische Wort to biblion, eine Verkleinerungsform von biblos, bedeutet einfach Buch bzw. Buchrolle. Biblia im Plural bezeichnen also Schriftrollen bzw. Bücher. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomos war der Erste, der mit diesem Plural die Gruppe der christlichen Heiligen Schriften bezeichnete. Dies zeigt uns, dass zu Beginn die Bibel nicht als ein Buch, sondern als Schriftensammlung wahrgenommen wurde. Aber was ist nun genau die Bibel? Es handelt sich bei der Bibel um eine Zusammenstellung unterschiedlicher Bücher, die in der Levante, im Vorderen Orient, über einen Zeitraum von über 1000 Jahren entstanden sind. Die ältesten Teile, das Miriam- und das Deborah-Lied, gehen vielleicht schon ins 10. Jahrhundert vor Christus zurück. Die jüngsten Teile, zum Beispiel der 2. Petrusbrief, datieren ins 2. Jahrhundert nach Christus. Die christliche Bibel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die hebräische Bibel, das sogenannte Erste oder Alte Testament. Es enthält die heiligen Schriften des Judentums. Inhaltlich geht es im Alten Testament grob gesagt um die Beziehung Gottes zu seiner Schöpfung, zu den Menschen. Der zweite Teil ist das sogenannte Zweite oder Neue Testament, das an die Texte des Alten Testaments anschließt. Inhaltlich geht es hier um Jesus Christus, Gottes Sohn und die Entstehung der christlichen Gemeinden. Ab dem 2. Jahrhundert nach Christus entwickelte sich eine Zusammenstellung der unterschiedlichen Schriften, der sogenannte Kanon. Was ist ein Kanon? Das griechische Wort Kanon bedeutet Richtschnur oder Maßstab. Es handelt sich bei den kanonisierten Schriften also um eine Auswahl derjenigen Schriften, also nicht um alle, die nun als Maßstab galten. Diese Schriften des Kanon sind die heiligen Schriften des Christentums. In ihrer Gesamtheit erzählt die Bibel die gesamte Heilsgeschichte von der Schöpfung, also von Genesis 1,1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, bis zum endzeitlichen Handeln Gottes durch die Wiederkunft Jesu am jüngsten Tag in Offenbarung 22,20. Diese Klammer der kanonischen Endgestalt der christlichen Bibel hält die vielen unterschiedlichen Schriften zusammen. Und sie sollen aus dieser Perspektive heraus gelesen werden. Die Bibel ist also nicht weniger als die große Erzählung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Wichtig ist, dass man sich dabei immer wieder vor Augen führt, dass die einzelnen Schriften selbst aus völlig unterschiedlichen Zeiten und Kontexten stammen und nicht für diese Endgestalt des Kanons, also für ein von bis, verfasst worden sind. Es handelt sich um völlig unterschiedliche Schriften ganz unterschiedlicher Gattungen. Ich habe eben die Begriffe Altes und Neues Testament gebraucht. Was bedeutet Testament in diesem Zusammenhang? Das lateinische Wort Testamentum ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes Berit, Bund. In den biblischen Geschichten schließt Gott wiederholt einen solchen Bund, einen Vertrag mit den Menschen, den die Menschen immer wieder brechen. Im Buch des Propheten Jeremia, das nach einer großen Katastrophe entstanden ist, wird in Kapitel 31 bis 34 berichtet, dass Gott in der Zukunft einen neuen Bund mit den Menschen schließen wird. In den Schriften des Neuen Testaments wird diese Hoffnung mit Jesus verbunden.
Durch seinen Tod am Kreuz schließt Gott einen neuen Bund mit den Menschen. Das sehen Sie zum Beispiel aus einer Stelle wie Matthäus 26. Die christliche Gemeinde war zunächst eine jüdische Sekte, die die Lehren des Christentums entwickelten. Und die Lehren des Christentums entwickelten sich so natürlich auf der Grundlage der jüdischen Theologie. Das Alte Testament ist für die frühen Christen also mehr als ein literarhistorisches Denkmal. Sie werteten es in vielerlei Hinsicht als auf das Neue Testament vorausweisend. Dazu werde ich Ihnen in anderen Sitzungen noch mehr erzählen. Das Alte Testament wird dementsprechend oft im Neuen Testament zitiert, etwa 275 Mal. Und zwar in unterschiedlicher Weise, worauf wir auch noch in den Lektionen, die den Anfängen der christlichen Bildkunst gewidmet sind, zurückkommen werden. Kommen wir zu den Sprachen der Bibel und zu den Übersetzungen. Das Alte Testament enthält die heiligen Schriften des Judentums. Sie sind auf Hebräisch, Aramäisch und Griechisch verfasst. In den rabbinischen Kanon, der vermutlich um 100 nach Christus, nach fast 600 Jahren der Kanonbildung geschlossen wurde, wurden nur die Schriften aufgenommen, die zu dieser Zeit allgemein anerkannt und auf Hebräisch verfasst worden waren. Allerdings war etwa um 300 vor Christus bereits mit der Übersetzung der religiösen Schriften ins Griechische begonnen worden, denn Griechisch war nach den Eroberungen Alexanders des Großen die gängige Sprache im Mittelmeerraum, im östlichen Mittelmeerraum und im vorderen Orient geworden. Und viele Menschen in den jüdischen Gemeinden, beziehungsweise solche, die sich für die Lehren des Judentums interessierten und die nicht mehr auf dem Gebiet des heutigen Israel angesiedelt waren, waren des Hebräischen gar nicht mächtig. Dieser griechische Kanon des Alten Testaments wird Septuaginta genannt, auch häufig abgekürzt, wie Sie das hier sehen, durch die lateinischen Buchstaben für 70 oder die Zahlzeichen. Die Bezeichnung Septuaginta leitet sich von einer Legende ab, nach der 72 Übersetzer in 72 Tagen die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt haben sollen. 72 auf 70 abgerundet, sozusagen. Das erinnert an die 70 Auserwählten, die Mose bei der Rechtsprechung halfen. Das lesen Sie in Numeri 11. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Die Septuaginta umfasst neben den noch im rabbinischen Kanon enthaltenen Schriften nun auch solche, die nicht in den rabbinischen Kanon aufgenommen wurden, weil sie zur Zeit der Kanonbildung des rabbinischen Kanons nur noch auf Griechisch vorlagen und sofort auf Griechisch verfasst worden waren. Für christliche Gemeinden wurde die Septuaginta die Version des Alten Testaments, auf die sie zurückgriffen. Denn das Christentum verbreitete sich schnell in den griechischsprachigen Teilen der antiken Welt. Auch das Neue Testament ist ja, darauf kommen wir später, auf Griechisch verfasst worden. Ende des 4. Jahrhunderts übersetzte Hieronymus unter Papst Damasus das Alte Testament in der Fassung der Septuaginta und das Neue Testament ins Lateinische. Diese Übersetzung wird als Vulgata, lateinisch für die allgemein verbreitete, bezeichnet. Sie wird ab dem Frühmittelalter die im Lateinischen autoritative Textfassung. Allerdings hatte es schon eine ältere lateinische Textversion gegeben, die sogenannte Vetus Latina oder auch Itala, deren Texte noch einige Jahrhunderte neben der Hieronymus-Übersetzung verbreitet waren. Aus christlich-archäologischer Perspektive interessant ist, dass aus der Spätantike sowohl Handschriften erhalten sind, die die Textversion der Vetus Latina enthalten, als auch solche der Vulgata. Sie können sogar, wie Sie das hier sehen, illustriert sein. Beispielsweise sehen Sie hier zwei Blätter der um 400 entstandenen sogenannten Quedlinburger Itala. Eine Handschrift, von der 6 Fragmente, 6 Pergamentblätter mit Text und Miniaturen aus dem ersten Buch Samuel des Alten Testaments erhalten sind. Es handelt sich dabei um das älteste bisher bekannte Beispiel einer illustrierten Bibelhandschrift. Und Sie sehen, es sind nur noch einige Blätter davon erhalten, weil diese nämlich später, also dieses Buch auseinandergenommen und die einzelnen Blätter später im 17. Jahrhundert mit
zum Einbinden viel späterer Werke verwendet worden sind. Die Stücke, die Sie hier sehen, befinden sich in der Berliner Staatsbibliothek und ein Textblatt noch in Quedlinburg im Domschatz von St. Servatius. Aus dem mittleren 5. Jahrhundert stammen die ältesten Handschriftenfragmente mit Texten der Vulgata. Die älteste vollständig erhaltene Vulgata-Handschrift ist, wie hier zu sehen, der Codex Amiatinus. Er entstand um 700 im Benediktinerkloster Monk Wermes-Jarrow im angelsächsischen Northumbria. Er umfasst 1040 Pergamentblätter und ist dementsprechend sehr schwer, nämlich 35 Kilogramm. Heute befindet sich der Codex in der Bibliotheca Medicea Laurenziana in Florenz. Der hier noch einmal abgebildete Holzschnitt Albrecht Dürers, den Sie auf der linken Seite sehen, zeigt Ihnen außerdem auf einprägsame Weise, dass Hieronymus seine Übersetzung auf die griechischen und, das ist sehr zu betonen, auch auf die hebräischen Texte stützte. Das ist hier toll dargestellt. Sie sehen hier drei aufgeschlagene Kodizes auf seinen Schreibpulten liegen. Direkt vor ihm einen lateinischen, dann, den sehen Sie hier, dann links einen griechischen und eben auch einen Kodex mit dem hebräischen Text. Alle zeigen den Beginn des ersten Buchs der hebräischen Bibel, Genesis 1,1. Sie können Dürers Einbettung in die humanistischen Bildungskreise seiner Zeit daran erkennen, dass selbst die hebräischen Zeichen, ich habe Ihnen das hier herausvergrößert, weitgehend korrekt wiedergegeben sind und man den berühmten ersten Bibelvers lesen kann. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nur an ganz wenigen Stellen, ja, hier hashamayim, das werden diejenigen von Ihnen, die Hebräisch gelernt haben, sehen, sind hier Abkürzungen und Verschreibungen vorhanden. Dürers Holzschnitt kann Ihnen auch als Merkhilfe dafür dienen, dass sich erst in der Reformation Wissenschaftler im Sinne des Humanismus wieder mit den biblischen Texten in den Ursprachen zu beschäftigen begannen. Das ist deswegen so wichtig, weil jede Übersetzung auch eine Deutung beinhaltet und Aussagen in biblischen Texten sich dadurch verändern können. Luther akzeptierte als Altes Testament nun nur Schriften, die auf Hebräisch vorliegen, sprich den rabbinischen Kanon. In der Reihenfolge der Bücher bezog er sich aber auf die Septuaginta. Die griechischen Schriften der Septuaginta, zum Beispiel die Zusätze zum Danielbuch oder die Makkabäerbücher, nannte er Apokryphen, also verborgene Schriften. Diese sind nach Luthers Ansicht, ich zitiere, der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen. Zitat Ende. Im Gegensatz dazu hat die katholische Kirche an allen Büchern der lateinischen Vulgata festgehalten. Sie werden in der katholischen Theologie dann, die Bücher wie Daniel, dann als deuterokanonische Bücher des Alten Testaments bezeichnet und gelten als heilig und kanonisch. Wenn Sie also in die Bibliothek gehen, sich das Alte Testament aus dem Regal nehmen und sich das Inhaltsverzeichnis ansehen, dann wird, je nachdem, ob Sie die Septuaginta, die Vulgata, die Lutherbibel oder eine katholische Bibelübersetzung und so weiter herausgenommen haben, zum einen die Anzahl der Bücher unterschiedlich sein, zum anderen die Reihenfolge, in der diese Bücher geordnet sind. Kommen wir nun genauer auf das Alte Testament zu sprechen. Die 39 Bücher des Alten Testaments, wie sie in der Lutherbibel erscheinen, ich unterrichte ja an einem protestantischen Fachbereich, daher gliedere ich hier entlang oder mit der Lutherbibel. Diese 39 Bücher des Alten Testaments, wie sie in der Lutherbibel erscheinen, gliedern sich in drei Teile. Erstens die Geschichtsbücher, zweitens die Lehrbücher und Psalmen und drittens die prophetischen Bücher. Noch ein kleiner Exkurs zu den Abkürzungen für biblische Bücher, mit denen wir es im Seminar immer wieder zu tun bekommen werden und die Sie sicher schon häufig gesehen haben. Die Stellen der Bibel werden mit konventionalisierten Abkürzungen zitiert. In der Regel wird also nicht Markus geschrieben für das Markus-Evangelium, sondern MK abgekürzt. Ein Beispiel.
Für die biblischen Bücher sind die verschiedenen Bibelausgaben und sind in verschiedenen Bibelausgaben und Zusammenhängen unterschiedliche Abkürzungen gebräuchlich. Ja, nicht wundern, manchmal sehen Sie zum Beispiel APK oder OSB für die Apokalypse oder die Offenbarung unterschiedlich abgekürzt. Eine Auflistung der üblichsten Abkürzungen finden Sie auf der unten zitierten Seite bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Eine sehr hilfreiche Zusammenstellung. Die Bücher des Alten Testaments sind, wie gesagt, über einen Zeitraum von, naja, ungefähr fast 1000 Jahren entstanden. In dieser Zeit wurden sie vielfach theologisch bearbeitet und untereinander verwoben. Anders als das Neue Testament enthalten die alttestamentlichen Bücher viele Bearbeitungsschichten. Das macht ihre Struktur sehr komplex. Unter den Geschichtsbüchern bilden die fünf Bücher Mose eine Einheit. In der jüdischen Tradition heißen sie, das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, Tora, Weisung, in der Septuaginta Pentateuch, einfach die fünf Rollen bzw. fünf Buchrollen. Grob umrissen umfasst der Pentateuch die Erzählung von der Schöpfung der Welt bis zur Ankunft der Israeliten im gelobten Land. Das erste Buch Mose, auch Buch Genesis genannt, erzählt Sagen unter anderem von der Schöpfung der Welt, den ersten Menschen Adam und Eva, Noah und der Sintflut und den Erzeltern Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob und Rahel und Lea sowie die Josefsgeschichte. Sie sehen hier Beispiele für illustrierte Bibelkodizes, zum Beispiel die Fragmente oben rechts, ein Fragment und eine Kopie der sogenannten Kottengenesis, die im 5., 6. Jahrhundert entstanden ist, leider verbrannte in der Neuzeit und uns nur durch einige Kopien auch des 17. Jahrhunderts in ihren Einzeldarstellungen besser bekannt ist. Und links eine Seite aus der Moutier-Grandval-Bibel, die in karolingischer Zeit um 840 im Kloster St. Martin in Tours geschrieben wurde. Und hier sehen Sie die Illustrationen der Schöpfungsgeschichte, genau wie oben rechts auch eine Illustration aus der Schöpfungsgeschichte in der Genesis dargestellt. Die Kottengenesis diente wahrscheinlich als eine Vorlage auch noch im Mittelalter für die sogenannte Schöpfungskuppel in San Marco in Venedig, wo sie vom Zentrum ausgehend in mehreren Ringen eben die einzelnen Szenen der Schöpfung dargestellt sehen. Das zweite Buch Mose, das Buch Exodus, erzählt die Geschichte des Volkes Israel von seiner Knechtschaft in Ägypten bis zum Auszug aus Ägypten. Daher auch der Name Exodus, Auszug. Zentrale Gestalt ist hier nun Mose, der in Exodus 19 auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln in Empfang nimmt. In Exodus 20 folgt dann der sogenannte Dekalog, die 10 Gebote, die Grundlage für den Bund zwischen Gott und seinem Volk sein sollen. Auf frühchristlichen Bildwerken dargestellt finden wir beispielsweise das Thema des Durchzugs der Israeliten durch das Rote Meer, das in Exodus 14 und 15 geschildert wird. Und Sie sehen, dass dieses Bildthema auf verschiedenen Bildmedien auftaucht. Oben rechts zum Beispiel auf einem sogenannten Durchzugssarkophag, einem Sarkophag, der im letzten Viertel des 4. Jahrhunderts in Rom entstanden ist. Und links auch ein Beispiel aus Rom, ein Wandmosaik von den Obergadenmosaiken von in Rom in Santa Maria Maggiore im Langhaus, das unter Papst Sixtus III. Zwischen 432 und 440 dort angebracht wurde. Das dritte Buch Mose heißt Levitikus, weil es eine Vielzahl levitischer, das heißt also priesterlicher Gesetze enthält. Diese ordnen die Begegnung zwischen Gott und den Menschen und auch die Beziehung der Menschen untereinander. Das vierte Buch Mose ist das Buch Numeri, also Zählungen. Inhaltlich geht es hier um die Festigung der Ordnung des Gottesvolks, das nun nach Stämmen, Sippen und Geschlechtern geordnet wird. Nach 40-jähriger Wüstenwanderung wird am Ende das Ostjordanland an die dort anzusiedelnden Stämme verteilt.
Für die Ikonografie von Interesse ist in diesem Buch vor allem die Errichtung der ehernen Schlange durch Mose, einer der verbreitendsten Typen, das heißt alttestamentlichen Vorläufer für die Kreuzigung Christi. Das fünfte Buch Mose ist das Buch Deuteronomium, was zweites Gesetz bedeutet. Inhaltlich handelt es sich um eine Rede des Mose kurz vor seinem Tod auf dem Berg Nebo. Das Deuteronomium ist ein komplexes Buch, das den Ausgangspunkt des großen deuteronomistischen Geschichtswerks darstellt, das mehrere der folgenden Bücher umfasst und sich durch wichtige theologische Impulse auszeichnet. Besonders wichtig ist, dass betont wird, dass Jahwe einer ist und nur an einem von ihm selbst erwählten Kultort legitim verehrt werden darf, nämlich im Tempel in Jerusalem. Auf den Pentateuch folgt eben dieses deuteronomistische Geschichtswerk, und zwar die Bücher Josua bis zum zweiten Buch der Könige. Das Buch Josua berichtet von der Landnahme, also der Eroberung des verheißenen Landes durch die Israeliten. Es folgt das Buch der Richter, das die Situation der 12 Stämme Israels nach der Landnahme und vor dem Beginn der Königsherrschaft in Israel erzählt. Es handelt sich um klassische Heldensagen, könnte man sagen. Das Buch Rut gehört nicht zum deuteronomistischen Geschichtswerk dazu, ist aber aufgrund seines Inhalts in die Geschichtsbücher gerutscht. Es erzählt von Rut, die als Stammesmutter der Davididen gilt und somit auch als Stammmutter Jesu. Die Samuel- und Königebücher berichten von der legendenhaften Königsherrschaft von Saul, David und Salomon, dem Bau des ersten Tempels in Jerusalem, der Reichsteilung in die zwei Reiche, Juda und Israel, dem Untergang des Nordreiches 722 vor Christus und dem Untergang des Südreiches 587 vor Christus, der Tempelzerstörung und Deportation weiter Teile des Gottesvolks ins Babylonische Reich. Die Bücher Esra und Nehemia bilden die Chronikbücher und bilden das sogenannte chronistische Geschichtswerk. Sie berichten von der Geschichte Israels, von der Regierung Sauls bis zum Bau des zweiten Tempels in Jerusalem nach dem Exil 539-38 vor Christus. Im Buch Esther wird schließlich erzählt, wie die zur persischen Königin aufgestiegene Jüdin Esther einen geplanten Massenmord an ihrem Volk verhindert. Kommen wir nun zu den Lehrbüchern und Psalmen. Mit dem Buch Esther enden die Geschichtsbücher. In der Zählung der Lutherbibel folgen die Lehrbücher und Psalmen. Das Buch Hiob erzählt die Geschichte Hiobs des Gerechten, der trotzdem von Gott bestraft wird. Hier unten sehen Sie eine Darstellung von Hiob, wie er übersät ist von diesen kleinen Punkten, die ihn als Aussätzigen kennzeichnen. Eine Darstellung in der sogenannten syrischen Bibel von Paris aus dem 6. Jahrhundert. Es folgt der Psalter, eine Sammlung von 150 Psalmen, also Dichtungen, die zwischen dem 10. und 3. Jahrhundert vor Christus entstanden sind. Die Zählung der Psalmen in der Lutherbibel, die dem hebräischen Urtext folgt, differiert um eine Zählung von jener in der Septuaginta und Vulgata. Dies muss man wissen, sonst ist man verwirrt, wenn man teilweise Psalmenzählungen, einmal Psalm 41, einmal Psalm 42 liest, und es ist aber im Prinzip der gleiche Text gemeint. Es folgen die Weisheitsliteratur, das Buch der Sprüche, eine Sammlung weisheitlicher Sprüche und Kohelet, auf Deutsch Prediger Salomo. Und am Ende steht das Hohelied, eine Sammlung von Liebesliedern, die im Mittelalter einen wichtigen Einfluss auf die Frömmigkeit nimmt. Wenn Sie also mal etwas Erotisches in der Bibel lesen wollen, dann lesen Sie das. Im Hinblick auf die frühchristliche Ikonografie besonders relevant sind die Psalmen. Hier sehen Sie zwei Darstellungen, die sich auf Psalmen beziehen. Und Sie können ja einmal kurz raten, welche Psalmen hiermit gemeint sind. Ja, richtig. Sie sehen oben rechts Psalm 42,2. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Angebracht in einem Baptisterium in Neapel ist diese Bilddarstellung.
Und viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass genau dieser Psalm bis heute auch gerne als Taufpsalm benutzt wird. Links sehen Sie eine Darstellung in der erzbischöflichen Kapelle in Ravenna. Und hier sehen Sie Christus in einer Anspielung auf Psalm 91, 13 dargestellt. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Also Christus hier in sieghafter Geste und auch militärischer Gewandung auf einen Löwen und eine Schlange tretend. Es folgen die Prophetenbücher. Propheten sind Menschen, die ihr Wissen in der Regel durch Visionen und Auditionen empfangen. Wie in vielen Kulturen spielen sie auch in der Kultur des alten Israel eine große Rolle. Propheten und Prophetinnen tauchten nicht nur in den Büchern der Propheten auf, sondern spielen auch in den Geschichtsbüchern eine große Rolle. Zum Beispiel der Prophet Elia. Die Prophetenbücher lassen sich in drei große, Jesaja, Jeremia und Ezechiel, und in 12 kleine Propheten einteilen, das sogenannte Zwölf-Prophetenbuch, sowie in das Buch Daniel. Auch hier gilt, die Bücher sind zu ganz unterschiedlichen Zeiten und Kontexten entstanden und bestehen auch in sich aus vielen verschiedenen Bearbeitungsschichten. Die großen Propheten sind für uns vor allem im Hinblick auf ihre auf Christi kommen und wirken gerichteten Vorhersagen wichtig. So ist eine Stelle bei Jesaja wichtig im Zusammenhang mit der Geburtsdarstellung Christi im Stall bei Ochs und Esel. Ist doch von diesen Tieren im Neuen Testament gar nicht die Rede, sondern es heißt bei Jesaja 1,3: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Auf Jesaja geht auch das Motiv der sogenannten Wurzel Jesse zurück, nach Jesaja 11, 1 bis 10. Zitat: Und es wird ein Reis ausgehen aus dem Stamm Isais, das ist der Vater Davids, und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Dieses Motiv der sogenannten Wurzel Jesse entsteht erst im Hochmittelalter im Zusammenhang mit der Suche nach einem genealogischen Programm, das die Herkunft, den Stammbaum Christi visualisieren soll. Sie sehen hier zwei Beispiele aus der mittelalterlichen Buchmalerei und aus der Schnitzkunst rechts oben des frühen 16. Jahrhunderts. Auf dem Propheten Ezechiel werden wir im Zusammenhang mit den vier apokalyptischen Wesen, die den Evangelistensymbolen Pate standen, wieder treffen. Auf Daniel im Zusammenhang mit der Erzählung der drei Jünglinge im Feuerofen und seinem eigenen Martyrium in der Löwengrube, dem er aufgrund seiner unerschütterlichen Glaubenstreue und seinem Glauben entrinnt, weshalb er auch in der frühchristlichen Kunst gerne als Bildthema gewählt wurde. Hier sehen Sie auf einer Schliffglasschale von Podgorica, die in der Mitte des 4. Jahrhunderts entstand, eine ganze Reihe von alttestamentlichen Szenen, kombiniert auch mit neutestamentlichen Schilderungen, aber vor allem alttestamentliche. Und dazu gehören zum Beispiel auch Szenen aus dem Buch Daniel. Ja, hier unten links Daniel in der Löwengrube, daneben die drei Jünglinge und hier Susanna. Auf dieser Schale sieht man auch einen der kleinen Propheten, nämlich Jona. Auch Jona ist für die Darstellung in der frühchristlichen Kunst von sehr großem Interesse. Hier wird die Geschichte von Jona erzählt, der sich der Anweisung Jahwes in Ninive das Gericht anzusagen, durch Flucht entzieht, indem er sich heimlich nach Tarsis einschifft. Die Szenen der Jona-Erzählung sehen Sie ganz oben hier auf dieser Glasschliffschale. Daraufhin kommt ein Sturm auf. Jona wird ins Meer geworfen, von einem großen Fisch verschluckt. Das sehen Sie in der mittleren Szene. Na, Sie sehen gerade, wie er verschluckt wird und nach 3 Tagen wieder ausgespien. Die 3 Tage Jonas im Wal werden von den frühen Christen mit der dreitägigen Grabesruhe Christi zusammengebracht. Auch darauf werden wir in einer anderen Sitzung noch eingehen. Das Buch Daniel spielt ebenfalls eine wichtige Rolle,
Die Darstellung von Daniel in der Löwengrube, aber auch die apokryphen Themen des Daniel-Buchs, wie die Susanna-Geschichte, ich habe gerade schon darauf hingewiesen, sind ebenfalls im Christentum sehr beliebt. So, kommen wir nun zum Neuen Testament. Das Neue Testament stellt den zweiten Teil der christlichen Bibel dar. Es enthält 27 Schriften, darunter 5 Geschichtsberichte, das sind die 4 Evangelien und die Apostelgeschichte, 21 Briefe und schließlich noch ein prophetisches Buch, die Offenbarung oder auch Apokalypse des Johannes. Die Anordnung der Schriften des Neuen Testaments hat sich im Laufe einiger Jahrhunderte formiert. Zuerst waren es die Evangelien, die analog zum Alten Testament zitiert wurden und damit kanonischen Charakter gewannen. Bereits Justin rekurriert in der Mitte des 2. Jahrhunderts auf sie. Dass dann die Briefe des Paulus neben die Evangelien gestellt wurden, geht wohl auf Markion zurück, der um 160 nach Christus wirkte. Andere Briefe, wie beispielsweise der Hebräerbrief, wurden erst im Laufe des 4. Jahrhunderts als kanonisch angesehen, ebenso die Apokalypse. Die formale Kanonisierung des Neuen Testaments fand im 4. Jahrhundert ihren Abschluss. Der Bischof Athanasius von Alexandria zählt in seinem Osterbrief aus dem Jahr 367 die bis heute in allen christlichen Kirchen anerkannten 27 Schriften des Neuen Testaments auf und stuft sie als für die Kirche verbindlich ein. Weitere wichtige Stationen in der Kanonbildung stellten die Synoden von Rom 382, von Hipporegius 393 und Karthago 397 dar, bei denen diese Zusammenstellungen bestätigt wurden. Die Evangelien wurden neben der Apostelgeschichte und Offenbarung am stärksten von der Kunst rezipiert. Die Evangelien entstanden in einem Zeitraum von etwa 70 bis 100 nach Christus. Ihre heutige Form ist weitgehend eine christliche Neuschöpfung. Charakteristisch ist, dass die chronologische Abfolge nicht strikt durchgehalten wird, dass es keine lückenlose Erzählung gibt und dass die einzelnen Abschnitte oft nur lose miteinander verbunden sind. Das Wort Evangelium, von Griechisch Evangelium, gute Nachricht, frohe Botschaft oder auch ein Begriff, der für Siegesbotschaft verwendet wurde, bezeichnet zunächst die mündliche Heilsbotschaft, wird aber vom Verfasser des Markus-Evangeliums auch schon als Buchüberschrift benutzt. Denn in Markus 1,1 schreibt er, dies ist das Evangelium von Jesus Christus. Justin spricht in der Mitte des 2. Jahrhunderts von den Evangelien im Plural. Der Name Neues Testament geht dann schließlich auf Tertullian und Origenes zurück, die an der Wende vom 2. bis zum frühen 3. Jahrhundert wirkten. Das Markus-, Lukas- und Matthäus-Evangelium weisen viele Gemeinsamkeiten auf und unterscheiden sich aber andererseits auch wieder in vielen Punkten vom 4. Evangelium, dem Evangelium nach Johannes. Aufgrund dieser vielen Übereinstimmungen können die drei Evangelien in drei parallel angelegten Spalten gedruckt und so zusammengeschaut werden, weshalb man Markus, Lukas und Matthäus auch als Synoptiker, also von Griechisch Synorao, zusammenschauen, bezeichnet. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der synoptischen Evangelien erklärt man in der Regel so, dass Markus den Verfassern des Lukas-Evangeliums und Matthäus-Evangeliums vorgelegen hat, also diese quasi abgeschrieben haben. Lukas und Matthäus zugleich aber noch auf eine weitere Quelle, die sogenannte Logienquelle oder Spruchquelle, auch abgekürzt oder genannt Q, benutzten. Diese Quelle ist jedoch nicht schriftlich überliefert, sondern wird von den Theologen anhand der Evangelien rekonstruiert. Lukas und Matthäus kennen beispielsweise eine ausführliche Kindheitsgeschichte Jesu, Markus hingegen nicht. Deshalb wurde zum Beispiel auch schon angenommen, dass Lukas und Matthäus sich vielleicht kannten. Einzig die Passionserzählung stimmt bei allen 4 Evangelien im Großen und Ganzen überein.
Das Johannesevangelium entstand unabhängig von den synoptischen Schriften, weshalb es sich in vielen Grundzügen und auch im Inhalt unterscheidet. Die Darstellung der Evangelisten auf der Predella des Breisacher Hochaltars bringt diese Vorstellung der verschiedenen Autorenpersönlichkeiten anschaulich ins Bild. Markus, Lukas und Matthäus sind als Autoren gleichartig in humanistischer Gelehrtenmanier gekleidet. Das sind die drei Personen, die Sie rechts sehen. Sie unterscheiden sich im Alter, sind aber intensiv gestikulierend und offenbar diskutierend in engem Austausch miteinander verbunden. Johannes hingegen sitzt als junger Mann und ganz in sich versunken, ohne Kontakt zu den drei anderen ganz links und bringt seine Schrift alleine zu Papier. Die Apostelgeschichte, das fünfte der Geschichtsbücher des Neuen Testaments, wird durch das Proömium in Kapitel 1,1 folgende als Fortsetzung des Lukas-Evangeliums gekennzeichnet, weshalb man davon ausgeht, dass auch hier Lukas der Verfasser gewesen ist. In der Apostelgeschichte wird der Weg des Evangeliums, also im Sinne der mündlichen Heilsbotschaft, von Jerusalem bis an die Grenzen der Erde beschrieben. Und zwar geht es ganz besonders um die Mission der Heiden. Deshalb nehmen auch die Reisen des Paulus, des sogenannten Heidenapostels, eine ganz zentrale Rolle ein und auch seine Bekehrung von Saulus, der die Christen, Judenchristen verfolgte, zu Paulus wird hier geschildert. Auf die Apostelgeschichte folgen die 21 Briefe, die einen Kernbestand des Neuen Testaments darstellen und für die Theologie des Urchristentums eine wichtige Quelle sind. Aber ehrlich gesagt, in ikonografischer Hinsicht nicht so viel hergeben. Eines der wenigen Themen aus den Briefen, die auch in der christlichen Bildkultur Niederschlag gefunden haben, sind die im ersten Korintherbrief des Paulus genannten christlichen Kardinaltugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die wir in Form von Allegorien dann auch in der Bildkunst finden. Auch wenn die Briefe in unserem Zusammenhang also wenig Bedeutung haben, sollten wir nicht vergessen, dass es sich bei den Briefen des Paulus um die ältesten neutestamentlichen Schriften handelt. Viel fruchtbarer für uns ist dann aus ikonografischer Perspektive wieder die Offenbarung bzw. Apokalypse des Johannes, die das Textkorpus des Neuen Testaments abschließt. Das griechische Wort Apokalypsis bedeutet wörtlich Enthüllung bzw. Entschleierung. Die Datierung der Johannes-Offenbarung ist umstritten. Heute tendiert man dazu, die Offenbarung in die Jahre der Herrschaft Kaiser Domitians, also das ist der Zeitraum von 81 bis 96 nach Christus, zurück. Autor der Apokalypse ist Johannes von Ephesus, der sich in den Kapiteln 1,1, 4,9 und 22,8 selbst beim Namen nennt. Johannes hatte nach eigener Aussage auf Patmos eine Vision, die ihm aufzuschreiben befohlen wurde, und zwar von einer lauten Stimme, die laut Apokalypse 1,13 zu einem gehörte, Zitat, der einem Menschensohn gleich war, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Zitat Ende. Die Offenbarung, die Johannes niederschreibt, entspricht der Form nach einem Brief und soll als Sendschreiben an die 7 kleinen asiatischen Gemeinden geschickt werden. Diese sind durch 7 Leuchter symbolisiert. Der Text der Apokalypse ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass zum Zeitpunkt ihrer Abfassung die erste christliche Begeisterung vielleicht ein bisschen nachgelassen hatte und Irrlehren eingedrungen waren. Auch gilt es zu bedenken, dass sich die nahe Endzeiterwartung, die das mittlere erste und das dritte Viertel des ersten Jahrhunderts nach Christus kennzeichnete, als falsch erwiesen hatte und dass nun neue Konzepte geboten werden mussten.
dass die Apokalypse seit den Anfängen der christlichen Kunst bis weit in die Neuzeit hinein eine überaus wichtige ikonografische Quelle war, hängt vor allem mit ihrer bilderreichen Sprache zusammen. Das haben Sie gerade bei dem Zitat, das ich vorgelesen habe, schon gehört. Es ist aber unter anderem auch dadurch zu begründen, dass sie sich mit eschatologischen, also endzeitlichen Fragen befasst, also mit der für die Menschen so existenziellen Fragen nach dem Weltenende und nach dem jüngsten Gericht. Gerade in der Monumentalkunst werden wir häufig der Apokalypse begegnen, unter anderem im Zusammenhang mit der Thronvision aus Kapitel 4 folgenden, wo der Weltenrichter auf einem Thron erscheint, umgeben von einem Regenbogen, um ihn herum die 24 Ältesten und die vier apokalyptischen Zoar, die vier apokalyptischen Wesen, aus denen sich dann die Evangelisten-Symbole entwickeln. Und hier sehen Sie eine Darstellung der Thronvision nach Offenbarung 4 in einer illuminierten Handschrift der Bamberger Apokalypse, die auf der Reichenau um 1010 entstanden ist. Und eben bei der Schilderung, bildlichen Schilderung, genau diese Motive aufnimmt, die ich gerade genannt habe. Wichtig für die frühchristliche Kunst ist auch Kapitel 21 der Offenbarung, in dem das neue Jerusalem beschrieben wird. Umgeben von großen und hohen Mauern aus Edelsteinen, mit 12 Toren aus Perlen, darauf hier ein Engel und so weiter. Innerhalb dieser Stadt stehe der Thron Gottes, zu dessen Füßen der Strom des Wassers des Lebens ausgehen, an dessen Ufern Bäume stehen und es werde nach Offenbarung 22,5 keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Zitat Ende. Also eine durchaus hoffnungsvolle Vision dessen, was einen guten Christen nach dem Tode erwartete, nämlich das Paradies. Die meisten Apsiskompositionen oder Apsis-Stirnwand-Dekorationen frühchristlicher Kirchen enthalten endzeitliche Motive. So zum Beispiel auch das älteste uns erhaltene Apsismosaik in Santa Pudenziana in Rom, das um 400 bzw. ja, um die Wende des 4. zum 5. Jahrhunderts entstanden ist und das Christus in der Versammlung der 12 Apostel vor einer Architekturkulisse zeigt, die in vielerlei Hinsicht auf das himmlische Jerusalem anspielt. Zu den Anspielungen zählt zum Beispiel, dass die Mauer des neuen Jerusalems ja 12 Grundsteine besitzt, auf denen die Namen der 12 Apostel stehen. Und Sie sehen hier eben vor der Darstellung einer Mauer mit Toren Christus inmitten der Versammlung der Apostel. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich den neutestamentlichen Apokryphen. Wir hatten bereits gehört, dass mit dem ausgehenden 4. Jahrhundert der Bibelkanon festgelegt war. Neben den kanonisch gewordenen Schriften gibt es aber noch viele weitere Schriften, die sich mit neutestamentlichen Themen beschäftigen. Teilweise datieren sie ebenfalls schon bis ins 2. Jahrhundert zurück, teilweise sind sie erst späteren Datums. Warum diese Schriften keine Aufnahme in den Kanon gefunden haben, ist nicht letztgültig geklärt. Merken Sie sich aber bitte, es gab keine Synode oder Ähnliches, die von kirchlicher Seite den Kanon einmal formal festgelegt hätte. Es gab, wie gesagt, schon vorher erwähnt, aber einige Synoden, die die Zusammenstellungen formal bestätigt haben. Bei diesen nicht kanonisch gewordenen Schriften spricht man ebenfalls von Apokryphen. Wir hatten diesen Begriff bereits im Zusammenhang mit den alttestamentlichen Apokryphen kennengelernt, und zwar für diejenigen Schriften, die von Luther als nicht zum alttestamentlichen Kanon gehören, aber dennoch als nützliche Lehrbücher deklariert wurden. Und Sie sehen auch nochmal hier die Ableitung des Begriffs Apokryphos, verborgen, dunkel. Es handelt sich also um die verborgenen Schriften. Zu den neutestamentlichen Apokryphen zählen nun verschiedene Schriften aus dem 2. Jahrhundert nach Christus und später, die sich in Form und Inhalt eng an die neutestamentlichen Schriften anlehnen, diese aber thematisch ausweiten. Wir finden unter ihnen zum Beispiel Apokalypsen,
wie zum Beispiel die Petrus-Apokalypse. Wir finden diverse Briefe, wie den ersten Clemensbrief. Wir finden Apostelakten über Petrus, Paulus, Andreas, Thekla, Johannes, Thomas. Apostelakten, das sind legendenhafte Beschreibungen aus dem Leben der Apostel. Und wir finden auch mehrere Evangelien, wie zum Beispiel das Protevangelium des Jakobus, das Kindheitsevangelium des Thomas und das Pseudo-Matthäus-Evangelium. Für uns sind vor allem die apokryphen Evangelien von Bedeutung, die legendarischen Charakter haben, indem sie beispielsweise Informationen zur Kindheit Mariens oder zur Jugend von Jesus oder auch Details aus dem Leben und Wirken der Apostel berichten, die sich in den kanonischen Evangelien eben nicht finden. Dadurch haben sie eher den Charakter einer volkstümlichen Erzählung und weniger einer theologischen Abhandlung. Sie bieten dadurch aber viele Informationen und Details in oft auch sehr bildhafter Sprache, die für die Gläubigen sehr interessant waren. Für uns sind die Apokryphen vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie durch ihre bildhafte Sprache und ihren Detailreichtum sehr beliebte Quellen für die bildende Kunst waren. Wir werden sehen, dass überproportional viele Bildthemen und Bildformulierungen, wie zum Beispiel in der Marienikonografie, ihre Vorlagen in den Apokryphen besitzen. Die Kenntnis der neutestamentlichen Apokryphen ist für uns also essentiell. Ich zeige Ihnen hier einmal zwei Bilder, deren Bildthema Ihnen vielleicht bekannt vorkommen könnte. Schauen Sie drauf. Was sehen Sie? Wir sehen jeweils zwei Hauptpersonen, ja, zumindest auf dem Sarkophag rechts oben ist diese Zweizahl deutlich hervorgehoben, eine Sitzende und eine Geflügelte. Und wir erinnern uns, das ist Maria, die von einem Engel angesprochen wird, die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Es fällt jedoch ein ungewöhnliches Element auf, das uns aus unserem Kenntnisrepertoire von Verkündigungen bislang eher nicht bekannt ist. Neben Maria steht ein Korb mit Wolle und sie scheint diese Wolle zu bearbeiten. Dieses Motiv stammt nicht aus den kanonischen Evangelien, sondern aus dem apokryphen Protevangelium des Jakobus, das um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus entstand. Maria spinnt hier den Faden für den Tempelvorhang im Jerusalemer Tempel, eine apokryphe Formulierung der Verkündigung, die in der frühchristlichen visuellen Kultur sehr beliebt war. Was erzählt die apokryphe Quelle hier? Im Protevangelium des Jakobus eröffnen die Priester Josef in Kapitel 9, dass er dazu auserkoren sei, Zitat, die Jungfrau des Herrn heimzuführen, um sie jungfräulich zu behüten. Was Josef dann, wenn auch widerwillig, zunächst tatsächlich tut. Zitat: Und Josef sprach zu Maria: Siehe, ich habe dich in Empfang genommen aus dem Tempel des Herrn. Und jetzt lasse ich dich daheim in meinem Hause und gehe fort, um meine Bauten auszuführen, und dann werde ich wieder zu dir kommen. Der Herr wird dich inzwischen bewahren. In Kapitel 10, 1 folgende heißt es dann, ich zitiere wieder, die Priester aber besprachen sich und sagten, wir wollen einen Vorhang für den Tempel des Herrn anfertigen lassen. Und es sprach der Priester, rufet mir unbefleckte Jungfrauen aus dem Stamme Davids. Und die Diener gingen hin und machten sich auf die Suche und fanden 7 Jungfrauen. Und es erinnerte sich der Priester an die kleine Maria, dass sie ja aus dem Stamme Davids war und unbefleckt war vor Gott. Und die Diener gingen hin und brachten sie. Und sie führten sie, also die 7 Jungfrauen, hinein in den Tempel des Herrn. Und es sprach der Priester, stellt mir durchs Los fest, wer das Gold spinnen soll und den Bergflachs und die Baumwolle und die Seide und das Hyazinthenfarbige und das Scharlachfarbige und den echten Purpur. Und auf Maria entfiel dabei der echte Purpur und das Scharlachfarbige. Sehr interessant, kaiserliche Attribute aus der Perspektive eines römischen Rezipienten. Und sie nahm's und ging heim in ihr Haus. Maria aber nahm das Scharlachfarbige und widmete sich dem Spinnen. Und sie nahm den Krug und ging hinaus, um Wasser zu schöpfen. Und siehe, eine Stimme sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr sei mit dir, du Gepriesene unter den Frauen. Und sie blickte sich um nach rechts und nach links, woher diese Stimme wohl käme. Und es kam ein Zittern an.
Da ging sie heim in ihr Haus und stellte den Krug ab. Dann nahm sie den Purpur und setzte sich auf ihren Sessel und zog ihn zu Fan. Und siehe, ein Engel des Herrn trat vor sie hin und sprach: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden vor dem Gebieter über alles und du sollst empfangen aus seinem Wort. Zitat Ende. Und genau diese Szene, in der die Jungfrau Maria bei der Bearbeitung eben der Wolle gerade zu sehen ist, haben wir hier vor Augen. Die Verkündigung ist hier in diesem Text in zwei aufeinanderfolgenden Szenen komponiert. Eine im Freien am Brunnen und eine beim Spinnen des Purpurs. Und Sie werden sehen, dass in der frühchristlichen und byzantinischen Kunst beide Szenen als Verkündigungsdarstellungen verbreitet waren. Die apokryphen Schilderungen gingen in viele mittelalterliche Texte ein, beispielsweise in Mariendichtungen oder in die Legenda Aurea, eine von dem Dominikaner Jacobus de Voragine wahrscheinlich in den Jahren um 1264 in lateinischer Sprache verfasste Sammelschrift, in der er Texte zu den Festen des Kirchenjahres und vor allem Lebensgeschichten von Heiligen und Heiligenlegenden kompilierte. Die Sammlung sollte ursprünglich zur Predigtvorbereitung und für die klösterliche Lesung bei Tisch dienen. Diese Textsammlung wurde so berühmt, dass sie als goldene Legende, als Legenda Aurea, bekannt und in viele Volkssprachen übersetzt wurde, so auch mehrfach ins Deutsche. Hier sehen Sie ein Blatt einer in der Heidelberger Universitätsbibliothek verwahrten Handschrift der sogenannten elsässischen Legenda Aurea, einer Textübersetzung ins Deutsche, die vor 1350, wie ihr Name bereits sagt, im Elsass, genauer in Straßburg, entstand. Wie Sie sehen, konnten auch die Handschriften der Legenda Aurea mit Illustrationen versehen werden. Für uns ist die Legenda Aurea wichtig, weil sie neben den kanonischen Bibeltexten die wichtigste Quelle für spätmittelalterliche und neuzeitliche religiöse Darstellungen bildet. Sie enthält viele wertvolle Hinweise, die zur Entschlüsselung von heiligen Attributen oder von Szenen aus Heiligenwiten dienlich sind und ohne sie nicht möglich wären. Mit diesem Hinweis auf die Legenda Aurea möchte ich meinen Überblick über die Quellen der christlichen Ikonografie schließen und zusammenfassend darauf hinweisen, welche wichtigen Punkte Sie aus diesem Vortrag mitnehmen sollten. Sie sollten den Aufbau von Altem und Neuem Testament kennen und sollten die Frage beantworten können, was versteht man unter alttestamentlichen bzw. neutestamentlichen Apokryphen. Sie sollten folgende Begriffe erklären und auch etymologisch herleiten können: Bibel, Testament, Evangelium, Septuaginta, Vulgata, Vetus Latina bzw. Itala, Pentateuch, Synoptika, Apokryphen und Legenda Aurea. Und Sie sollten folgende ikonografische Themen kennen: die Erschaffung der Welt, den Durchzug durch das Rote Meer, die Wurzel Jesse, die vier Evangelisten oder Johannes auf Patmos, die Apokalypse bzw. Offenbarung, die apokalyptischen Wesen, die vier Zoar der Apokalypse, das himmlische Jerusalem, die Versionen der Verkündigung an Maria, kanonisch nach Lukas, oder die apokryphe Variante am Brunnen bzw. beim Spinnen des Tempelvorhangs nach dem Protevangelium des Jakobus. Auf der nächsten Folie sehen Sie noch ein paar Literaturhinweise, sollten Sie sich noch weiter informieren wollen. Sie sehen hier zum Beispiel verschiedene Bibelkunden, Überblickswerke über das Alte und Neue Testament. Sie sehen Editionen von Apokryphen und ganz unten auch eine sehr hilfreiche URL mit dem Hinweis der Deutschen Bibelgesellschaft auf die Online-Bibeln, wo Sie online verschiedene Versionen, Übersetzungen der Bibel nachschlagen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie konnten aus meinem Vortrag viel Interessantes mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.